Vorab erstmal danke an EA, dass ich eingeladen wurde, Season 11 im Early Access zu testen und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 Video. Ich wollte euch eigentlich in diesem Video nur Neuerungen aus der Firing Range zeigen. Im Early Access konnte man schon relativ zeitig ins Trainingsgelände rein, konnte das alles erkunden und konnte schon mal so ein bisschen selber schauen, was hat sich denn geändert. Du musst es natürlich suchen. Neue Hop-Ups, neue Waffe, keine Ahnung und so weiter oder die Care-Package-Waffe. Ich habe einiges zu erzählen. Stand jetzt, wenn ihr das Video seht, könnte es sein, dass es schon das volle Patch-Note-Video gibt, weil es gibt ein Embargo logischerweise. Ich nehme das hier gerade am 22. auf und am 28. darf ich das erst veröffentlichen. Deswegen könnte es sein, dass jetzt schon mehr durchgesickert ist und die Patch-Notes, die vollen Patch-Notes vielleicht schon draußen sind und ich darüber auch schon berichtet habe. Und deswegen möchte ich euch auf jeden Fall in dem Trainingsgelände ein bisschen was zeigen und einiges nachreichen, was ich jetzt im Trainingsgelände nachhinein nicht mehr testen konnte, weil die Testphase vorbei ist. Und deswegen reiche ich euch einiges nach, was sehr interessant ist. Und wie gesagt, wartet dann auf die vollen Patch Notes, falls sie nicht schon draußen sind. Wir fangen einfach mal an mit Watson. Sie bekommt endlich, ich sag mal, vielleicht ein kleines Rework. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich habe akustisch, weil es gab zusätzlich zum Early Access einen Livestream, wo ein bisschen, also über eine Stunde, über die neue Season gesprochen wurde und viel gezeigt wurde. Leider hat der Kollege so ein bisschen genuschelt und den konntest du nur schwer verstehen, deswegen habe ich nicht alle Änderungen verstanden. Fangen wir an mit Watson. Ihre Zäune, die Cooldown-Zeit soll um 50% reduziert sein und auch die Reichweite von Zaunmast zu Zaunmast soll um 50% erhöht sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann soll die Schildregeneration bei ihrer Ulti wohl verdoppelt worden sein tatsächlich. Das Schild regeneriert sich tatsächlich wirklich sehr langsam. Und im Allgemeinen kommt da noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, das hat man akustisch sehr schlecht verstanden. Dann Battle Royale Ranked. Alter, da ändert sich was. Das wird ein Spaß. Also zumindest in der Punktevergabe. Wir sind jetzt nicht mehr unbedingt verpflichtet zu gewinnen, um das maximale Level Cap zu erreichen. Das finde ich eine richtig interessante Sache. Es haben sich viele beschwert, dass du mit 5 oder 6 Kills waren es, glaube ich, oder eben 3 Kills, 3 Assists, die maximale Punktzahl nur mit einem Sieg noch holst und mehr Kills dann nichts mehr gezählt haben. Es wird jetzt auf jeden Fall so sein, dass wenn du als Platin-Spieler mit einem Kumpel spielst, der in der Dia-Lobby dich zieht, weil er Diamant-Spieler ist, wird es so sein, wenn du als Dia, als Platin-Spieler einen Dia-Gegner tötest, kriegst du jetzt keine 10 Punkte, sondern 12 Punkte. Inwieweit die Punkteverteilung nachher ist, wenn du vielleicht Gold spielst und gegen einen Platin-Spieler und so weiter, kann ich euch aktuell noch nicht sagen, müssen wir mal drauf warten, wird aber wahrscheinlich genauso sein. Dann würde das allgemeine RP-Cap von 150 auf 175 erhöht. Das heißt, mit allem drum und dran kommen wir dann, keine Ahnung, wir können ja über 230 Punkte ab einer bestimmten, man kann halt ein bisschen mehr als 200 Punkte erreichen. Ich hab das jetzt nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall hat der Kollege sowas gesagt wie, man könnte zum Beispiel mit 7 Kills und einem Sieg die maximale Punktzahl erreichen, weil das Punkte-Cap wurde ja erhöht. Oder man könnte zum Beispiel 12 Kills machen und Platz 7 erreichen und erreicht dann auch die maximale Ranked-Punkte-Geschichte. Also müssen wir dann mal sehen, was die Maximalpunktzahl denn im Endeffekt ist. Was haben wir noch? Ich möchte ganz kurz über die Nester sprechen. Es gibt ja Prowler-Nester, es gibt Spinnen-Nester. Dort gibt es ein bisschen was Interessantes zu erzählen. Du kannst nämlich Nummer 1 dein Evo-Shield pimpen, indem du diese Viecher tötest. Das gibt Damage, aber nur auf dein Evo-Shield, nicht natürlich auf deinen Damage-Counter, das sollte klar sein. Aber du bekommst nur einen Bruchteil auf dein Evo-Shield. Das heißt, wenn du zum Beispiel 50 Damage auf den Prowler machst, habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, auch wenn ich es selber schon erspielt habe, kriegst du vielleicht 10 Punkte auf dein Evo-Schild. Damit es nicht so einfach ist, dein Evo-Schild hoch vielleicht auf die maximale rote Stufe zu pimpen. Auch sehr interessant, du kannst durch die Kills gegen Prowler oder Spinnen eine Menge Loot kassieren. Hast du zum Beispiel eine leichte Waffe, werden hauptsächlich auch leichte Munition oder auch Aufsätze für die leichten Waffen gedroppt. Was auch extrem genial ist, habe ich auch erspielt. Vielleicht habe ich sogar das Video schon veröffentlicht. Ich habe ein 26-Minuten-Video über Gameplay auf der neuen Stormpoint-Map. Ist sehr interessant. So,
Bevor ich es vergesse, das könnte ich leider nicht mehr testen. Zum Zeitpunkt meiner Aufnahmen gab es den Launch-Trailer noch nicht. Und dort war zu sehen, dass die Havoc im Einzelfeuer-Modus von Horizon geschossen wurde. Ich habe leider soweit nicht getestet, jede einzelne Waffe, ob ich vielleicht irgendwo eine Änderung entdeckt habe. Es könnte also sein, dass die Havoc ihren Aufsatz wiederbekommt, den ich auch nicht gefunden habe. Ich habe aber einen anderen Aufsatz entdeckt. Dass sie also wieder einen Fire-Receiving-Mod bekommt. Ob die Prowler jetzt auch einen bekommt, kann ich demnach zufolge auch nicht erzählen. Und auch was sehr Wichtiges, was ich übersehen habe. Die Triple-Tag ist ja jetzt keine Care-Package-Waffe mehr, das war mir bewusst. Aber sie ist keine Sniper, sondern jetzt wieder eine Marksman-Waffe und bedeutet, du brauchst wieder Energiemunition und keine Sniper-Munition. Der Sinn dahinter, was heißt der Sinn dahinter, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, kann man sich dadurch dann auch mit einer Triple Take ein bisschen schneller bewegen, wenn du im Aim bist und einen Schaft hast von links nach rechts, als wo es eine Sniper war, weil du mit Marksman-Waffen doch ein bisschen agiler bist als mit einer Sniper in der Hand. So, das sind jetzt alle Sachen, die ich so für euch noch nachträglich zusammengetragen habe und jetzt wechseln wir ins Trainingsgelände und dort zeige ich euch noch eine Menge andere Sachen. Konnte. Wir fangen einfach mal mit der KSMG an. Ich gehe nicht ins Detail, was ich grob euch sagen will. Es ist vollkommen egal. Es ist eine Hybridwaffe. Es ist vollkommen egal, ob ihr leichte oder schwere benutzt. Ihr könnt sogar ein schweres oder ein leichtes Mag drauf machen und trotzdem die entgegengesetzte Munitionsart verwenden mit einem Tastendruck. Kannst du die Munitionsart wechseln und so weiter. Und sie ist eigentlich relativ, zumindest für meine Begriffe, sehr easy zu handeln. Ich verlinke euch das aktuelle Video, wo ich euch die KSMG näher erläutere, nochmal hier. Und dann könnt ihr euch das Video genauer angucken. Dann, alle G7-Fans müssen sehr, sehr stark sein. Als ich es rausbekommen habe, noch bevor der Early Access überhaupt mit der neuen Battle Royale Map aktiv war, konnte man 2-3 Tage vorher alles schon testen. Und dann bin ich hier hingegangen und dachte mir so, Mensch, na, ist die 301 denn jetzt die Care Package Waffe? Und dann sah ich auf einmal meine absolute Lieblingswaffe und ich werde jetzt 3 Monate lang mindestens extrem traurig sein. Ich habe sie in der ganzen Beta auf der neuen Map nicht einmal im Care Package gefunden. Es war ständig die Kraber drin. Oder. Ich baller jetzt aber hier nicht wie wild rum. Gibt es auch ebenfalls ein extra Video. Einfach nur, damit ihr wisst, was ist neu. Und welche Waffe ist übrigens aus dem Care Package rausgewandert. Die Triple Take. Finde ich sowieso, die Triple Take hat im Care Package überhaupt nichts verloren. Ansonsten gibt es einen einzigen Hop-Up, der neu ist. Der ist sehr interessant, nicht lebensnotwendig. Aber dieser Hop-Up nennt sich Dual Shell. Und ihr könnt den einmal, zack, für die Mastiff benutzen. Jetzt nehmen wir den nochmal mit. Und einmal für die 3030 Repeater. Und was macht diese Waffe? Sie macht nichts anderes als... Das war die falsche Waffe. Applaus. Sie macht nichts anderes als 2 Kugeln mit einmal nachladen. Und das ist echt effektiv. Und wenn ich jetzt hier mal mit der Mastiff so ein bisschen rumballer. Und dann nachlade. Und papp, ist das ganze Ding wieder voll. Das ist absoluter Wahnsinn. Das macht richtig, richtig Laune. Und vor allen Dingen hier, wenn du Nila Mac hast und mit der Repeater ein bisschen rumheizt. Und jetzt lädt er die innerhalb von wenigen... Ah, jetzt habe ich es unterbrochen. Ich sollte vielleicht auch mal ein schweres Mech nehmen. Das war jetzt noch nicht immer komplett leer. Das ist crazy. Also das ist ein absoluter crazy Hop-Up. Ich meine, das ist nicht überlebensnotwendig, aber dieser Hop-Up ist absolut genial, wie ich finde. So, Ladies and Gentlemen, mehr kann ich euch aktuell in diesem Video nicht zeigen. Es gibt auf jeden Fall noch extra Videos, wie gesagt, auf meinem Drittkanal, der Apex Inspector. Dort zeige ich euch alle Skins der neuen Waffe, alle Skins von Ash, Emotes, Finisher und den ganzen Spaß. Alles, was ihr euch so vorstellen könnt, werde ich auf dem Extra-Kanal noch ausgiebig zeigen. Es wird ein Gameplay geben. In der Beta habe ich leider nur einen Win auf der neuen Map holen können, weil die Problematik einfach war, dass zu wenig Leute teilweise aktiv waren in diesen gerade mal 3 Stunden, die man aktiv die Map zocken
konnte. Man könnte sie theoretisch jetzt immer noch zocken, aber es finden sich einfach keine Leute in der Warteschlange. Und erst ab 30 Leuten startete das Spiel. Und maximal 45 Leute konnten pro Runde leider nur rein. Und das war sehr, sehr bescheiden. Auf die 3 Stunden kamst du vielleicht gerade mal so auf 10, 12 Runden, die du starten konntest. Und da konntest du leider nur ganz wenig an Eindrücken mitnehmen, was sehr, sehr schade war. Aber es gibt auf jeden Fall noch einiges an Material, was ich für euch auf diesem und auf meinem Drittkanal vorbereitet habe. Lasst euch mal überraschen, das war es jetzt von mir.